Wir wollen das Thema vertiefen. Zugeschaltet ist jetzt Professor Werner Patzelt. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Dresden. Herr Professor, ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen. Was kommt da in den nächsten Wochen und Monaten möglicherweise an sozialen Unruhen wegen der Gaskrise noch auf uns zu? Teilen Sie die Befürchtungen? Was sich konkret ereignen wird, können wir nicht wissen. Wir können aber wissen, dass das Baumaterial für heftige Auseinandersetzungen bereit liegt. Es gibt in der Bevölkerung weit verbreitetes Misstrauen darüber, ob die Politik wirklich weiß, was sie tut, ob sie das Richtige wirklich tut. Und es gibt eine weit verbreitete innere Kündigung gegenüber der politischen Klasse. Und so wie sich das bei den Corona-Protesten immer wieder auf der Straße artikuliert hat, so wie sich das aus anderen Beweggründen bei Fridays for Future oder bei denen, die sich auf den Straßen festkleben, geäußert hat, oder früher bei den Pegida-Demonstrationen, könnte das im Herbst auch kommen. Aber ob sich das alles entsprechend vernetzt, wird von zwei Faktoren abhängen. Erstens davon, ob die Regierung so handelt, dass es plausibel für die Leute ist. Sie, die Regierung, würde die Probleme in den Griff bekommen, und zum anderen von der medialen Berichterstattung, ob sie die Proteste eher verstärkt oder wie bei den Corona-Demonstrationen eher als abseitig darstellt. Da würde ich auf den zweiten Punkt noch mal näher eingehen wollen. Inwiefern wird dann das Thema von Parteien am rechten und linken Rand möglicherweise bewusst herbeigeredet? Ich meine, die Sorgen muss man nicht bewusst herbeireden. Viele Leute haben Sorgen. Es ist jetzt schon der Benzinpreis sehr gestiegen. Die Energiepreise ziehen an, die Lebensmittelpreise ziehen an, insbesondere jene für energieintensive Produkte. Also diese Sorgen muss man nicht schüren. Aber selbstverständlich gibt es dann die politischen Überzeugungen von rechts oder links, dass die deutsche Politik in Sachen Ukraine uns sozusagen die Schwierigkeiten bereite. Wenn wir nur darauf hinwirken würden, dass die Ukraine die Waffen streckt und die weißen Fahnen hisst, dann würden die Russen allmählich wieder nett zu uns sein und uns mit Gas beliefern. Solche abgeschmackten und sehr simplistischen Argumente hört man jetzt schon, und man wird sie bei sich verdichtender Protesttätigkeit gewiss weiterhin hören, von links und von rechts. Wenn wir jetzt das Szenario in die Zukunft weiterspinnen, wie viele Menschen könnten denn diesen Aufrufen zu einem heißen Herbst folgen? Ist es dann vielleicht lokal begrenzt oder könnten das wirklich größere Bevölkerungsgruppen sein? Das können durchaus größere Bevölkerungsgruppen sein, denn anders als bei den vergangenen großen Demonstrationen, nehmen wir Pegida und die Corona-Proteste, sind von steigenden Preisen ziemlich alle Leute betroffen. Und anders als bei den Corona- oder den Pegida-Protesten wird man den Leuten dann schwer einreden können, die Preise stiegen gar nicht. Sie hätten weiterhin genügend Geld in den Taschen, das alles seien lediglich Phobien, die auf weiß der Teufel was zurückzuführen wären. Also es kann schon ein sehr großes Empörungspotenzial geben. Viel hängt, wie gesagt, davon ab, ob die Regierung eine plausible Politik macht, in der erkennbar ist, dass sie sich um soziale Gerechtigkeit, um Unterstützung derer bemüht, die aus eigener Kraft mit dieser neuen Situation nicht zurechtkommen können. Und ich wiederhole auch das, es kommt viel davon ab, wie die Massenmedien diese Protesttätigkeit rahmen werden. Wer würde von solchen Unruhen, wenn sie denn kommen sollten, am Ende profitieren? Wäre es vielleicht Wladimir Putin, der sich dann im Kreml die Hände reiben kann, weil er eine weitere Demokratie destabilisiert hat? Wir wollen nicht zunächst einmal davon ausgehen, dass Proteste, selbst wenn sie größeren Umfang hätten, unsere Demokratie destabilisieren. Proteste gehören nun einmal zu einer Demokratie, und unsere Demokratie hält Proteste aus. Wir haben die Pegida-Proteste überlebt, wir haben die Corona-Proteste überlebt und wir werden ganz gewiss auch Energie- und Russland-Proteste überleben. Aber selbstverständlich spielte es der russischen Regierung in die Hände, wenn in einem wichtigen europäischen Staat, der auf der Seite der Ukraine zurechtsteht, innerlich die Regierung geschwächt würde und ihre Politik korrigieren müsste. Ansonsten ist derzeit zu erwarten, dass eher die Rechte als die Linke gestärkt aus solchen Protestaktionen hervorgeht.
Auf der politischen Rechten ist die Vorstellung die, dass die Linke den Staat dominiert, sodass jene, die den Staat für in falscher Politik befindlich halten, naturgemäß den Rechten zuneigen müssten und wahrscheinlich in der Wirklichkeit auch den Rechten zuneigen. Obendrein darf man den Ost-West-Unterschied nicht vergessen. Im Osten ist seit jeher die Protest- und Empörungsbereitschaft gegen das bundesdeutsche System wesentlich ausgeprägter als im Westen. Vielen Dank, Professor Patzelt, für diese Einordnung. Dankeschön. Gerne.